Als nächstes haben wir Takt, der uns was über Segment Routing erzählt, MPLS unter Linux. Takt ist Network Engineer bei der Exaring AG, macht Trainings für dynamisches Routing am Linux Hotel und ist Co-Founder des Bio-Routing-Projekts. Viel Spaß. Yo, moin. Ja, wie gesagt, ich erzähle was zu Segment Routing und MPLS unter Linux. Es wird relativ MPLS-lastig erstmal, was gar nicht direkt mit Segment Routing zu tun hat, aber das sind die Basics, die ihr haben müsst und die werde ich hier nicht voraussetzen. Ja, die Agenda, ich will mal kurz so ein bisschen noch drei Takte mehr über mich selber verlieren. Dann mal kurz nochmal einen Abriss geben, wie das mit klassischen IP-Routing eigentlich ist, wo die Pakete da so lang wandern, was dieses MPLS eigentlich bedeutet, wofür man das verwendet und schlussendlich, was mit diesem Segment-Routing auf sich hat. Jo, wie schon gesagt, ich arbeite bei der Exaring AG, Bio-Routing, ich betreibe noch ein autonomes System für mich selber aktuell, wo irgendwie zwei, drei Kunden mit dranhängen, ein bisschen rumgekommen im Internet. Ja, auf Twitter findet man mich auch. So, steigen wir mal ein. Klassisches IP-Routing. Ja, wie geht das? Ein IP-Paket wird anhand von Präfixen geroutet. Ja, also alle Pakete, die innerhalb eines Präfixes liegen, nehmen einen bestimmten Pfad. Punkt, der ist gesetzt. Das kann man halt bauen mit Routing-Protokollen wie OSPF, IS2IS oder BGP. Da habt ihr die letzten Tage hier, der hat vielleicht sicherlich was davon gehört. Das bringt aber ein paar Probleme mit sich, nämlich suboptimale Auslastung von Kapazitäten. Das heißt konkret hier, wenn wir unser Beispielnetz hier nehmen, es gibt den Core-Router C unten, da hängen wir unten dran und der Core-Router E, der hat den Internet-Uplink. Und eigentlich gibt es aber zwei Wege, die man jetzt hier verwenden könnte, um Traffic zu forwarden. Nämlich aber den direkten Weg von C über D zu E. Das ist das eine. Es gibt aber auch den etwas längeren Weg hintenrum über B, A nach E. Das kann man in dem Falle noch lösen, indem man dafür sorgt, dass die Metriken im ISIS oder OSPF halt rechtsrum, linksrum gleich sind. Das heißt, du müsst halt gucken, dass die Summe rechtsrum genauso groß wie die Summe linksrum. Dann hätte man so ein ECMP-Setup, also Equal Cost Multipathing. Ist aber alles sehr unflexibel. Wenn man ein komplexeres Netz hat, dann kann man das nicht mehr unter Umständen nicht mehr komplett ausbalancieren, dass der Traffic tatsächlich alle Pfade auch gleichzeitig verwendet. Wenn man jetzt noch das Problem hat, dass die Kapazitäten rechtsrum, linksrum unterschiedlich sind, was wir hier nicht haben, also hier ist halt diesem Ring, da ist überall ein Gigabit. Wenn man jetzt rechtsrum nochmal, sag ich mal, warum auch immer, 200 Mbit hätte und linksrum Gigabit, dann kann ich halt definitiv nur ein Gigabit benutzen. Wenn ich da ECMP bauen würde, dann hätte ich ein Gigabit linksrum, 200 Mbit rechtsrum. ECMP wäre dabei immer ein Paket links, ein Paket rechts. Das heißt, wenn ich 200 Megabit erreicht habe, dann ist der rechte Pfad voll. Und der linke ist total underutilized, und aber der rechte fängt an, Pakete zu droppen in dem Moment. Das ist also auch nicht ohne weiteres aufzulösen, dieses Problem. Mit klassischem IP-Routing jedenfalls nicht. So, was ist dieses MPLS? Das steht für Multiprotocol Label Switching und ist eigentlich nur ein zusätzlicher Header, der 32-Bit oder 4-Byte lang ist. Der besteht aus einem Label, das ist 20-Bit lang. Dann gibt es irgendwie 3-Bit, die man heutzutage für Traffic Class verwendet. Das war ursprünglich mal als Experimental Field gekennzeichnet in dem RFC, ist heute aber wird ganz klar für Traffic Class verwendet und sonst eigentlich für nichts. Dann gibt es 1-Bit, das ist Bottom of Stack. Also man kann auch mehrere Labels an ein Paket dranheften, dann hat man einen Stack. Und am untersten wird dieses Bottom of Stack Label Bit gesetzt, um eben zu erkennen, dass hier die MPLS-Labels jetzt auch aufhören. Und dann gibt es eine TTL, also eine Time to Live, das ist das gleiche wie beim IP. Manche Router, Vendors oder je nachdem, wie es konfiguriert ist, wird die TTL vom IP-Paket dann auch da reinkopiert und nachher zurückkopiert. Muss aber nicht. Also es ist ein komplett eigenständiges TTL-Feld, was halt dafür da ist, um die im Falle einer Routing-Loop zu verhindern, dass ein Paket ewig im Kreis wandert. Ja, diesen MPLS-Header, den schiebt man halt auf Layer 2,5, also sprich zwischen den Ethernet-Header normalerweise und den IP-Header. Kann aber auch in anderen Enkapsulierungsvarianten vorkommen, aber das ist so die typische Variante, deswegen auch gerne Layer 2,5 oder Shim-Layer genannt. Ja, diese Labels, gerade schon gesagt, das sind 20-Bit-Werte. Das sind also um den Dreh eine gute Million verschiedene Labels, die man da so haben kann. Die sind unstrukturiert, also es gibt keinen Präfix. Man kann nicht irgendwie sagen, ja, eine Range von 100 bis 200 geht in die Richtung.
Kann man so nicht konfigurieren, gibt's nicht. Muss man halt dem Router sagen, 100 Routen, das Label 100, 101, 102 und so weiter und so fort, da bitte raus, Routen, weil es eben unstrukturiert ist. Die Labels sind immer nur lokal signifikant, das heißt, ein Label 100 auf dem Router A und ein Label 100 auf dem Router B haben nichts miteinander zu tun, erstmal, bei der Frage, wie das verarbeitet wird. Es gibt verschiedene Operationen, die auf diesen Labels eben ausgeführt werden können oder auf Paketen. Es gibt die Push-Operation, das bedeutet, ich füge ein Label hinzu an ein IP-Paket. IP-Paket wird also in ein MPLS-Paket eingepackt oder wenn ich schon ein MPLS-Paket habe, dann packe ich noch vorne nochmal ein Label vorne dran. Das ist Label Push. Dann gibt's Label Swap. Das heißt, ich kann konfigurieren vom Router, wenn du was reinbekommst, es steht Label 100 dran, dann swap das bitte gegen Label 200. Und forwarde das einem bestimmten nächsten Host oder Router. Und es gibt Label Pop, das ist einfach nur das Abschneiden eines Labels. Wenn dann da drin ein IP-Paket wäre am Ende, dann würde ganz normaler IP-Routing-Table-Lookup gemacht werden und dann wird ganz normal geroutet. Das sind so die drei Operationen, die es eigentlich auf MPLS eben gibt. So, warum macht man das jetzt überhaupt? Da haben wir noch gar nichts drüber erzählt. Ist ja schön, dass man irgendwelche Header hat und die irgendwie pushen und poppen und swappen kann. Aber wozu das Ganze? Es gibt verschiedene Anwendungsfälle, die so typischerweise auftreten. Ursprünglich erfunden ist es halt deswegen, um zum Zwecke IP-Pakete zu forwarden. Warum das Ganze? Ursprünglich, vor langer, langer Zeit, waren alle Router mal Software-Router und hatten keine ASICs. Und CPU-Zeit war eben teuer. Und wenn man dann eine große Routing-Tabelle hatte, also damals, heute groß heißt ja so 750.000 Routen Internet, damals groß waren noch so 10.000, 20.000 oder weniger, weiß ich nicht, war da noch nicht dabei, Anfang der 90er oder Ende der 80er. Aber das war halt schon teuer genug, dass man gesagt hat, so der Route-Lookup, der Longest Prefix Match fürs IP ist so teuer, das willst du nicht auf jedem Router machen unterwegs. Das wäre sinnvoll, wenn man irgendwie einen vorgefertigten, signalisierten Pfad hat. Der erste Router einfach hingeht, ein Label dran setzt, dann geht's zum zweiten Router, da steht, swap das aus gegen so und so, geht zum nächsten Router, der swapt das Label wieder, bis es irgendwann an dem Punkt ankommt im eigenen Netz, wo eigentlich das Ziel des Pakets ist. Und dann müssen die ganzen Router dazwischen eben die IP-Routing-Tabelle gar nicht kennen, weil sie eben nur MPLS-Labels switchen. Also ein Label-Switch ist halt billiger als ein Router. So damals. Heute ist das mehr oder minder egal. Je nachdem, wie viele Routen man hat. Also man kann heute durchaus im kommerziellen Bereich auch kleinere Router einsetzen, wenn man eben MPLS einsetzt, die dann eben keine Full-Table können, wo einfach die ganzen Forwarding-Tabellen fürs IP-Routing gar nicht mehr in den ASIC passen. Weil ein Router-ASIC mit 1 Million plus Routen, der ist immer noch relativ teuer und ein billiger Switch, der kann das halt eigentlich genauso gut, wenn er eben mit MPLS-Labels arbeitet. Wo es auch noch eingesetzt wird, wo es auch sehr sinnvoll ist heutzutage, auch auf großen Routern, die trotzdem halt die Millionen Routen haben oder mehr, ist halt Traffic Engineering. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man da bauen kann, bestimmte Traffic-Varianten oder Traffic-Arten linksrum zu routen, obwohl rechtsrum der günstigere Pfad ist zum Beispiel. Gehe ich nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann ist das Anwendungsgebiet Layer 3 VPNs und Layer 2 VPNs. Das bedeutet im Endeffekt, dass man beim Layer 3 VPN routet der Service Provider für den Kunden IP-Pakete durch die eigene Infrastruktur und dann sieht die Infrastruktur des Providers aus, wie die, also aus Kundensicht wie die eigene. Man baut da eine OSPF-Session hinauf, eine BGP-Session, schickt seine Routen und dann kommen die woanders an anderen Standorten wieder raus. Layer 2 VPN ist so ähnlich, ist aber eine Ethernet-Verbindung. Also kann man einfach Ethernet-Frames reinwerfen am einen Standort, dann kommen am anderen Standort wieder raus, so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das wird auch bei MPLS realisiert, sprich es gibt einfach einen Label-Switch-Path, da komme ich gleich noch drauf, was es genau ist. Also so ein Pfad von einem Standort zum anderen und dann gibt es ein Label, was euer Kundennetz quasi identifiziert. Ja, und dann gibt es ein Label-Stack. Das erste Label ist dafür da, den Pfad durch das Provider-Netzwerk festzulegen. Und das zweite Label ist dann dafür da, damit der Endrouter am Ende des Tunnels feststellen kann, zu welchem Kunden das denn gehört. Ja, das ist ein Layer 2 VPN. Und das gibt es auch noch als Point-to-Multipoint oder Any-Any quasi. Das nennt man dann Virtual Private LAN Service oder auch VPLS. Das ist dann quasi wie ein großer verteilter Switch. Da kann ich dann wie beim Service Provider, also ich 10 Ports irgendwo kaufen an verschiedenen Standorten, kann dann Broadcast Ethernet-Frame reinwerfen, der kommt an allen Standorten einfach wieder raus, wie so ein großer verteilter Switch im Endeffekt. Ja, das sind eigentlich so die typischen Anwendungsgebiete für MPLS. In MPLS teilt man Routern verschiedene Rollen zu. Es gibt einmal den Label-Edge-Router. Der steht halt, wie der Name schon sagt, am Edge, also am Rand des Netzes.
Der wird auch gerne mal PE oder Provider Edge Router genannt, je nachdem, wie man fragt. Was er halt macht, ist, wenn er Pakete empfängt und soll die durch das MPLS-Netz befördern, dann pusht er halt ein Label da dran. Und ab dann ist halt MPLS-Forwarding angesagt im internen Netz. Und bei Egress-Paketen, wenn er halt was bekommt und es muss raus aus dem eigenen Netz, wo also kein MPLS mehr gesprochen wird, sprich ein externes Peering zum Beispiel, zu wem auch immer, dann wird das Label halt gepoppt, sprich es wird abgeschnitten. Der innere IP-Header wird angeschaut, die Destination-Adresse, IP-Routing, IP-Route-Table-Lookup wird durchgeführt und dann steht halt drin, wie weiter zu verfahren ist. Also es ist dann im Endeffekt ab dem Moment ganz normales IP-Routing wieder. So, und zur Unterscheidung davon gibt es den Label-Switch-Router, den man auch als Transit- oder Provider-Router bezeichnet. Das ist so ein Router, der halt intern irgendwo im Netz ist, der die ganzen IP-Routen eben gar nicht kennt. Der kann nur MPLS-Label switchen. Da steht drin, ja, 100 kommt rein, dann geht da 200 drauf und geht aus dem Interface raus. So, das ist so die ganz einfache Logik. So, und wie ich eben schon gesagt habe, ich habe den LSP angesprochen, ein Pfad von einem Ingress-LER zu einem Egress-LER wird Label-Switch-Path genannt. So. Wie kommt, also ich zeige mir jetzt mal ein Beispiel und gleich kommen wir darauf, wie der LSP eigentlich dahin kommt. Wir werden ihn hier gleich manuell mal bauen. Ich habe hier mal so ein Beispielnetz. Wir haben hier einen Provider Edge Router 1 auf der linken Seite, einen Provider Router 1 in der Mitte und den Provider Edge Router 2 auf der rechten Seite. Und jetzt mal davon ausgehen, da kommt ein IP-Paket rein auf der linken Seite, das seht ihr hier, das seht ihr oben. Hier unten steht immer die Operation, die der Router durchführt und dann, was da wieder rauskommt, auf dem über den Circuit geforwardet wird, Operation, was dann wieder rauskommt, Operation, was dann wieder rauskommt. So, das ist so, wie man dieses Diagramm lesen sollte. Das heißt, der PE1 kriegt es rein und da steht halt drin, in der IP-Routing-Tabelle, wenn hier was kommt mit der Destination X, also irgendein Präfix, sowas wie 1.21.8.0.0.24, da steht da sowas wie, ja, push 100 und nimm das Interface zu P1. Das macht er dann. Was dann da rauskommt, ist eben das, was ihr da im zweiten Kasten von links oben seht, dass nämlich nicht mehr nur der IP-Header da ist mit dem Päckchen hinten dran, sondern da ist vorne vorgetackert ein Label, wo dran steht MPLS 100. So, der Router in der Mitte, der P1-Router, der hat eine Konfiguration, da steht halt drin, ja, wenn du ein Label 100 bekommst, dann swappst du das gegen 200 und schiebst das auf folgendem Interface bitte raus. Und ja, genau das macht er dann. Was man dann sieht, und im dritten Kästchen von links oben, dass eben das MPLS-Label sich geändert hat, von 100 auf 200. Dann kommt das beim PE2 an. Der hat eine Konfiguration, steht drin, Label 200 POP. Das heißt, der schneidet das ab und schaut den IP-Header und forwardet es dann entsprechend weiter. So, und das Wichtige ist jetzt hier, dass der P1-Router in der Mitte halt überhaupt kein IP können muss. Der kennt die IP-Adressen, die da in den Headern drin stehen, die kennt er überhaupt nicht. Braucht er nicht. Weil er eben die MPLS-Labels hat, anhand deren der das halt forwardet. So, das kann man auch unter Linux machen. Große kommerzielle Router können das irgendwie seit gefühlt Jahr und Tag. Unter Linux ist das eine relativ neue Sache. Ich glaube, da ist auch eine Menge an der Entwicklung im Kernel hier in dieser Hochschule passiert, unter Professor Jonas, soweit ich weiß. So, was muss man machen, wenn man das unter Linux jetzt irgendwie mal benutzen will? Ja, man muss erstmal irgendwie ein paar Module laden. Es gibt ein Modul MPLS-Router. Das ist dafür da, um Pakete irgendwie zu forwarden, sprich das Swappen und Poppen von Labels. Dafür braucht man das MPLS-Router. Und wenn man Pakete aus der IP-Welt in MPLS einpacken möchte, um sie dann zu forwarden, dann muss man auch MPLS-IP-Tunnel laden. Dann, wie bei IP-Routing auch, muss man das auch irgendwie wieder auch einschalten, damit das irgendwie auch geforwardet wird. Sonst wird das nichts. Dafür gibt es unter proxys.net/mpls-conf für jedes Device gibt es da eine Datei-Input. Die steht per Default auf 0, da muss da eine 1 drinstehen. So wie bei IP müsst ihr IP-Forwarding halt einschalten, sonst kommen Pakete rein, aber eben nicht wieder raus. Das gleiche gilt hier bei MPLS. Dann gibt es eine interessante Konfiguration. Da gibt es auch unter MPLS die Plattform-Labels. Die stehen per Default auf 0 und das bedeutet, dass man im Endeffekt keine einzige MPLS-Route anlegen kann. Weil er eben sagt, ja, das Limit ist halt 0. Und das MPLS-Label 0, ja, das kannst du halt nicht anlegen. So, und mir ist nicht ganz klar persönlich, warum es diese Limitierung gibt, warum dieser Default so unsinnig gewählt ist, aber man muss ihn anpassen.
wenn man mal so ein bisschen schaut im Netz, dann wird immer so empfohlen, ja, so 65.535, so wie so 16-Bit, obwohl das halt irgendwie 20-Bit eigentlich sind. Man kann es eigentlich auch komplett hochschrauben. Auf der Control Plane kann es unter Umständen Sinn machen, dass man da Ranges definiert, wie die verwendet werden, aber das ist an der Stelle eigentlich wurscht. Hauptsache, man hat genug Labels. Das ist eigentlich das Wichtige. So, wenn man jetzt so eine Route, IP-Route haben möchte, wo dann mal ein Paket auch tatsächlich in MPLS eingepackt wird, dann gibt es da so ein Kommando für IP-Route add, dann das Präfix, NCAP MPLS, dann kommt das Label, was da bitte dran soll, und via, und dann schreibt man noch den Next Hop da dran, wo das denn dann als nächstes hingeforwardet werden soll. So, das ist das eine, dann gibt es Label Swap. Da gehe ich hin und benutze halt IP-FMPLS, damit er halt weiß, dass ich gerne eine MPLS-Route anlegen möchte und nicht eine IP-Route. Das ist wie mit dem Strich 6 bei IPv6, kennt er vielleicht. Dann sage ich ihm, ja, add 100, das heißt quasi, wenn du was bekommst und da ist als erstes Label 100 dran, dann gehst du wieder als nächstes hin und tauschst es aus gegen die 200 und forwardest das eben an die 10.1.1.2.0, 112 dev ETH 0, so wie es hier halt da in dem Beispiel steht. Das würde der Router dann machen. Und dann am Ende auf dem Label Edge Router, wo halt ausgepackt werden soll, da kann ich dann eine entsprechende POP-Route anlegen. Die unterscheidet sich einfach nur da drin, dass eben dieses Mapping von 100 auf 200 einfach fehlt. Da steht einfach nur Route Add 200. Wenn man dann nicht sagt, was er da für ein Label dranhängen soll, dann nimmt das Label einfach weg. Also er swappt es nicht, er schneidet es einfach ab und forwardet es dann entsprechend an den Next Hop, der dann eben angegeben worden ist. Ja, so einfach ist das im Prinzip. So, aber das will ja alles keiner mit der Hand irgendwie machen eigentlich. Niemand will Routing-Tabellen manuell bauen. Auch MPLS-Tabellen eigentlich nicht. Und da kommen wir dann zur Control-Plane. Da sieht es halt ein bisschen düster aus in der Linux-Welt, aber da komme ich gleich noch drauf. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Dinge, gerade schon angesprochen. Es gibt die Router-zu-Router-Label-Switch-Paths, wo man halt Labels für braucht. Da gibt es zwei Varianten, die typischerweise benutzt werden. Das ist einmal das LDP-Protokoll, das Label-Distribution-Protokoll. Das muss man einfach nur einschalten auf einem Router. Also unter Linux ist das ja nicht so einfach. Bird kann das halt leider gar nicht. Quagga kann es auch nicht. Free-Range-Routing soll es können, habe ich aber noch nie ausprobiert. Ja, also LDP würde theoretisch unter Linux funktionieren, habe ich aber selber nie getestet. Schaltet man einfach ein auf allen Interfaces und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Das sorgt dann dafür, dass von jedem Router zu jedem Router innerhalb eines OSPF oder ISRS-Netzes so ein Label-Switch-Path eben gebaut wird. Man kann aber auch nicht viel mehr dran konfigurieren. Das heißt, für Traffic Engineering oder solche Späße ist LDP eben nicht geeignet. Dann gibt es ein anderes Protokoll, nennt sich RSVP, Resource Reservation Protokoll. Ist ein Protokoll, was eigentlich aus einer ganz anderen Welt kommt, nämlich aus der IP-Welt und mit MPLS eigentlich ursprünglich gar nichts zu tun hatte. Hat sich aber auch nicht durchgesetzt, diese festen Reservierungen von Ressourcen in IP-Netzen, das macht halt kein Mensch. Aber es hat sich dann doch bewährt, um eben Label-Switch-Paths in Netzen zu signalisieren. Da muss der große Unterschied so zu LDP jetzt hier, dass man jeden LSP einzeln anlegen muss. Das heißt, wenn ich ein großes Netz habe mit 100 Routern am Edge irgendwie, dann muss ich von jedem Router zu jedem Router manuell so ein LSP konfigurieren und der wird auch einzeln signalisiert und irgendwo in der Mitte habe ich ganz viele Router, die dann ganz viele LSPs kennen. Da hat man dann eine relativ große Label-Switching-Tabelle mit Hunderten oder Tausenden von Einträgen. Der große Vorteil ist aber, dass es eben möglichst explizite Pfade anzugeben für bestimmte LSPs. Also ich kann auch sagen, ich möchte einen Pfad von, was weiß ich, Frankfurt nach Düsseldorf bauen, aber der soll durch Berlin, warum auch immer, weil ich da gerade freie Kapazität habe oder dergleichen. Und dieses, das kann ich für Traffic Engineering Zwecken verwenden. Und das gibt es auch in automatisch, das nennt sich Auto Bandwidth. Aber von RSVP-TE gibt es überhaupt keine Open Source Implementation. Das ist ein relativ komplexes Protokoll und ja, mal schauen, ob ich da irgendwann mal was mache. Aktuell aber nicht. Und so, dann hat man halt die LSPs von Router zu Router. Und wenn man jetzt noch irgendwie Layer 2 VPN, Layer 3 VPN, VPLS irgendwas bauen will, da muss man den Kunden ja noch irgendwie identifizieren und dem Kunden ein Label zuweisen. Da gibt's dann, das kann LDP zum einen und zum anderen gibt's da Implementierungen, wo das mit BGP gemacht wird. Aber mit BGP ist mir auch keine bekannt, die unter Linux läuft, die jetzt L3 VPN supporten würde. Ja, ist eher nur kommerziell verfügbar. So, jetzt machen wir ein praktisches Beispiel, bevor wir dann tatsächlich zu Segmentrouting kommen. Und zwar haben wir ja dieses schöne Netz hier. Ich möchte das mal kurz an dem Beispiel hier erläutern. Hier an diesem grauen Kabel hängt unser Internet-Uplink. Hier in diesem gelben Kabel hängt das WLAN. Es gibt hier eine SSID. Maxi, war die doch gleich.
Ja, da könnt ihr reingehen und könnt ihr hier durch dieses schöne Netz hier ins Internet. Und es wird halt der kürzeste Pfad aktuell verwendet. Also da läuft OSPF, soweit ich weiß. Bloß halt den kürzesten Pfad, sprich von hier nach dort ist dieser Pfad, der gerade verwendet wird. Und was ich jetzt explizit machen möchte, ist, ich möchte einen Label Switch Path bauen von E über A, B nach C. Und dann werde ich dafür sorgen, dass bestimmte Daten, IP-Verkehr aus eurem Netz hier eben nicht mehr diesen Weg nimmt, sondern explizit diesen da hinten lang. Dafür bauen wir mal ein LSP von einem Router zum anderen und schieben da noch ein bisschen Traffic dann rein. So, wie geht denn dem? Wir fangen an auf Core-Router C. Da kommt der Traffic nämlich rein. Ja, wie ich es eben gesagt habe, man muss halt MPLS-Router und MPLS-IP-Tunnel muss man laden und eben MPLS auf den Interfaces einschalten. Das seht ihr da, das habe ich schon gemacht soeben. Jetzt muss man die Routen anlegen, um tatsächlich den Datenverkehr in so einen LSP reinzubekommen. Und der Core-Router C ist ja der da unten, wo wir irgendwie unserem lokalen Netz dranhängen. Sprich, was man da macht ist, man nimmt sich da mal so ein Kommando. Zurück. Wir wollen ein Label pushen. An der Stelle. So, und zwar wollen wir von dort aus rechts rum, das ist ETA 0. Ich brauche dafür aber auch noch den Next-Top, den ich gerade nicht parat habe. IP-Route-Add. Wir nehmen mal eine ganz bekannte IP-Adresse, die wir hier umrouten. Die wollen wir enkapsulieren. So sage ich ihm hier, Encap ist in MPLS, macht da ein Label, was weiß ich, 100 dran und route das bitte über folgende IP-Adresse. Und das ist unsere lokale, das ist die 21 des Remote, auf dev-eth2. So, und dann sagt er, jo, ist okay. Wenn ich jetzt die IP-Routing-Tabelle angucke, ja, jetzt ist das erstmal kaputt. Das ist natürlich richtig. Ja. Was müssen wir jetzt schon mal repariert kriegen? Also was ist jetzt das Problem? Der Router hier, der nimmt jedes Paket, was an 8888 geht und packt ein MPLS-Label vorne dran mit dem Wert 100 und schickt das raus auf ETH2. ETH2 bedeutet hier, dass der Router C, ach nee, da geht er links rum, das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte auch rechts rumgehen. Muss das mal kurz abräumen. IP-Route Dell 8888. Nee, von C aus. Ich bin auf Router C. Wenn ich nach rechts möchte, muss ich ETH 0 nehmen. Ich glaube, meinem Diagramm hier. Ja, hab ich doch richtig, oder? Ja, das muss ich auch noch gerade ziehen. Das ist mir schon klar. Das mache ich schon. Ja, sehr gerne. Test. Du klebst da immer das Device mit dran. Musst du das explizit machen, weil du gibst ja ein Via-Hop an. Ist das ein guter Ton oder wird das automatisch von der Routing-Tabelle noch gelöst? Ich denke, das wird durch die Routing-Tabelle gelöst. Getestet habe ich das aber noch nicht. Ah, okay. Ja, wird es? Okay, ich höre gerade, es wird durch den IP-Routing-Lookup auch aufgelöst. Muss man nicht explizit angeben. So, aber immer stimmt beim Next Top hier trotzdem gerade nicht. Jetzt habe ich auf ETH 0 raus, da ist die 19 drauf. Darf ich noch eine Follow-up-Frage stellen? Ja. Warum klebst du da überhaupt noch eine IP-Adresse dran? Reines Hilfskonstrukt, um an die MAC-Adresse zu kommen? Oder? Ja, also da ist ja noch folgendes Problem. Man hat jetzt einen Ethernet-Header, der muss irgendwo herkommen. So ein MPLS-Header, den habe ich mir gerade selber gebaut, den habe ich hier angegeben. Den baut der. Der muss aber irgendwie auch eine Destination-MAC-Adresse haben. So, und wie kommt der Router jetzt an die Destination-MAC-Adresse für den MPLS-Frame? Indem er halt in der IP-Routing-Tabelle erstmal schaut, in der Abtabelle, also er schaut dann das Ding nach, da steht dann, ja, ist lokale Route, das ist halt hier local, dann muss er eine Abtabelle gucken, dann guckt er eine Abtabelle, schaut die MAC-Adresse nach von eben dieser MAC-Adresse, die da als Next-Top angegeben ist, und die MAC-Adresse steht dann als Destination in dem Ethernet-Header eben drin. Ja, gute Frage. Was? Nee. Doch? Okay, wenn du das sagst. Dann nehme ich die 19. Achso, das ist die Safety Measure. Wenn man das nämlich jetzt versucht mit der 20,
Dann sagt er nämlich, nee, das geht nicht. Genau, das ist auch... Ja, als Sicherheitsmaßnahme ist das Angeben des Devices eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Denn wenn man hier einen Next-Hop angibt, der nicht zum Device passt, dann verweigert er ihm das erstmal und sagt, nee, das geht so nicht. Jetzt routest du gerade auf dich selbst. Ach ja, nämlich die 18, das nimmt er aber auch. Das geht natürlich auch. Davor schützt er einen noch nicht. Guter Punkt, danke. So, jetzt sind wir beim nächsten Router. Da kommen die Pakete jetzt irgendwie an. Das können wir mal verifizieren. Wir gehen nach B, sagt die Topologie. Und zwar sollte das da auf ETH2 reinkommen. So, pinkt da keiner hin oder was? Du hast einen MTR laufen? Ach, ist zu tief eingepackt. Ihr meint, dass das TCP-Dump das... Ja, okay, tatsächlich, TCP-Dump möchte das nicht anzeigen. Aber das sehen wir jetzt hier. Also ja, da ist der MPLS-Traffic, da ist ein Label dran. So, hier ist es noch Experimental-Felder übrigens. Also was man hier halt sieht mit dem Exp-0. Das ist das, was ich mit Type of Service soeben meinte. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie eine Route hinzufügen, von hier zum nächsten Router zu kommen mit MPLS. Wie war denn das? Also ich baue typischerweise diese Tabellen nicht per Hand, deswegen weiß ich die Kommandos tatsächlich nicht auswendig immer. Ich hoffe auch, dass man das bald nicht mehr manuell machen muss. Dann wäre das mit dem dynamischen Routing mit MPLS gelöst. Ja, du, ich habe übernächste Woche 3 Wochen Urlaub. Aber wir tun nicht auf Urlaub, von daher, nee. So, jetzt ja, mit Label 100 kommt es rein und wir wollen das mal swappen gegen 200 und wir wollen das forwarden an, sagt das Diagramm, auf ETH0 an den Next-Hop. Das ist dann hier die 16 auf dev ETH0. Nö. Warum? Ich glaube, wir haben die maximale Anzahl der Labels hier noch nicht hochgeschraubt auf diesem Router. Das beißt uns, glaube ich, gerade. Ja, habe ich doch jetzt schon. Ah, jetzt geht's auch rein. So, jetzt müssten wir eigentlich schon auf Core Router A ankommen mit dem Päckchen. Können wir ja mal schauen. Und zwar auf Ethernet 2. Hier ist ein MPLS-Päckchen. Ah, da kommt's an. Der schmeißt die aber noch weg. Jetzt müssen wir ihm auch sagen, dass er es auspacken soll und ganz normal IP routen soll. Das ging irgendwie so. Wo wollen wir denn raus? Auf ETH 1. Also eigentlich sage ich ihm gar nicht, dass er nochmal IP routen soll. Ich gebe ihm so explizit den Next-Hop noch vor und sage, das muss auf ETH 1 raus. Moment mal, wie war das? Ach, war ja eine und dann... Ja. Das ist aber jetzt hier die 37. Dev ETH 1. Jetzt dürfte euer Traceroute... Geht nicht. ETH 1 Linkdown. Wieso habe ich nur ETH 1? Okay, ja, steht auch da. Ach, ich muss noch einen weiter. Ja, ach, verdammt. Okay, IP-F MPLS Dell Route 200. Ach nee, Route Dell. Ja, so, okay, dann machen wir quasi das, was wir hier gemacht haben, da auch. Jetzt kommen wir auf A an, aber... Erstmal machen wir 200 S300, Fire Einet, ETH0. Nee, du kannst auch, man kann auch dasselbe. Wir können auch mal bei 200 bleiben. Also dann swappt der 200 gegen 200. Also macht im Endeffekt nichts. Sagt der Fire dann weiter. Also es sollte eigentlich gehen.
Ist, lokal, ist ja nur lokal signifikant, von daher sollte das kein Problem sein. Wir wollen raus auf ETH0. Das ist diese IP-Adresse. Das ist dann die 24 ETH0. TUI ist dieser Duplicate. Ach ja, war ja S200. So, jetzt müssen wir auf E ankommen. Genau. Schauen wir mal. E ist hier. N-I, ECH2, MPLS. Jo, da ist der Traffic. Jetzt wollen wir den auspacken. Wie war soeben mein Kommando? Ach, schauen wir es woanders nach. Da haben wir doch. Kurze Frage, wenn du das E-Bloß brauchst, um das Device und die MAC-Adresse rauszukriegen, würde das auch mit ENET6 gehen? Da gehe ich jetzt erstmal von aus, ja. Aber getestet habe ich es noch nicht. Aber ich schätze, ja. Wäre schade, wenn nicht. So, E. Dev ETH 1 soll das raus. Und zwar da. Das ist dann die 26. So. Geht der Traceroute wieder? Also ihr seht eventuell die Hops B und A jetzt nicht, aber durch geht er. Ihr seht zweimal Sternchen. Dreimal Sternchen. Warum dreimal? Welcher fehlt denn? Ach, der E, ja, okay, weil der E kein IP-Routing, der macht im Sinne kein IP-Routing, weil ich ihm den Nextop schon vorgegeben gesagt habe, so, wenn das Label kommt, dann daraus, guck gar nicht mehr in die Routing-Tabelle, der macht kein Lookup. Und deswegen läuft die TTL da auch nicht ab, auf dem Router. Deswegen fehlt der. Ja, das ergibt Sinn. Ja, das ist irgendwie alles relativ aufwendig, nur um jetzt irgendwie so ein paar Bytes Traffic irgendwie rechts rum statt links rum zu routen. Deswegen gibt es halt eigentlich diese schönen Protokolle für, die einem das automatisch signalisieren. Wie gesagt, ist halt die Verfügbarkeit von Open-Source-Tools da nicht sonderlich groß. Und wenn man jetzt ein komplexes Netz hat, da muss man halt von jedem Edge zu jedem anderen Edge muss man halt immer so ein LSP bauen. Dafür muss die Konfiguration auf jedem einzelnen Router im Netz, der auf dem Weg liegt, angepasst werden. Und damit kommen wir dann mal zu Segment-Routing. Ja. Du hast jetzt die Labels immer geändert, 100, 200, 300 und so weiter. Würde man eine Infrastruktur, die man selber unter seinen Fittichen hat, immer das gleiche Label verwenden? Also Kunde A kommt hier rein und geht mit 100, 100, 100, 100 bis hinten wieder raus und Kunde 2 kommt mit 200, 200, 200, 200 oder wie macht man es? Könnte man natürlich tun, dann ist aber der Label-Space halt einmal global und dann kann man, also dann verschneidet man sich halt selber, weil der Label-Space ist eigentlich pro Router unique. Wenn du die 100 auf dem einen Router ist, was ganz anderes als die 100 auf dem anderen Router. Das ist so die Idee. Das heißt, damit wäre die maximale Anzahl von Kundennetzen, die ich provisionieren könnte, halt ungefähr 1 Million. Ist vielleicht nicht unbedingt ein Problem, was wir jetzt haben, aber wäre halt eine starke Limitierung. Und was man dabei bedenken müsste, wenn man das so bauen würde, also man kann es so bauen, ja. Wenn ich für jeden Kunden einen eigenen LSP durchs Netz ziehe, dann ist jedes Mal wieder State, der auf dem Router existiert. Und auf jedem Router, der auf dem Weg liegt. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Was man halt eigentlich da schon tut heute mit den alten Oldschool-Protokollen RSVP, TE und LDP, ist, dass man halt ein LSP baut von jedem Edge-Router zu jedem Edge-Router innerhalb des Provider-Netzes. Und dann baut man sich ein Label-Stack, das ist ein zweites Label drauf, was den Kunden identifiziert. Ich gebe quasi jedem Kunden einmal ein Label, baue aber nur einen LSP vom Router A zu Router Z irgendwie, einmal quer durch die Welt. Und wenn ich einen Kundentunnel habe für den Kunden von irgendwie, was weiß ich, von New York bis nach Frankfurt zum Beispiel, dann setze ich da einmal noch ein LSP ein MPLS-Label oben drauf, was den Kunden identifiziert. Und dann kann ich diesen einen LSP für alle Kunden, die die Relation New York-Frankfurt brauchen, irgendwie benutzen. Damit spare ich mir halt eine ganze Menge State unterwegs. Und wenn ich es manuell baue, auch eine ganze Menge Konfigurationsaufwand. Und es war schon schön, wenn das automatisch geht, aber der ganze State auf dem Router ist halt trotzdem da und es wird alles nicht schneller dadurch, wenn ich für jeden Kunden einen eigenen LSP baue. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt mit dem Segment-Routing. Was wäre eigentlich, wenn ich gar keinen LSP
bauen müsste und es irgendwie trotzdem alles so seinen Weg findet, ohne dass ich jeden Router unterwegs überhaupt anpacke. Weil was ich halt, selbst wenn ich halt nicht für jeden Kunden ein LSP baue, habe ich ja das Thema, dass irgendwie trotzdem LSPs daher müssen und mit der Anzahl meiner Router, die ich im Netz habe, steigt die Komplexität und die Größe der Tabelle von jedem einzelnen Router in meinem Netz immer weiter an. Und das kann ich aber vermeiden und das ist ein Segment Routing. Was ist das? So, das ist modernes Source Routing. Ich glaube, mit dem Begriff Source Routing können auch nicht so viele was anfangen. Source Routing ist, wenn die Quelle eines Datenpakets den Pfad durch das Netz entweder teilweise oder komplett vorgibt. Das heißt, die Logik ist nicht, ich schicke ein IP-Paket und jeder guckt in seine IP-Routing-Tabelle, macht eine eigentätige Entscheidung, wo geht das hin, sondern die Quelle des Traffics sagt, du gehst von hier vom Router, was weiß ich, von A gehst du nach B, dann gehst du nach C, dann gehst du zurück nach B, dann gehst du zurück nach A, dann gehst du nach E, dann gehst du nach D, dann gehst du dreimal im Kreis und dann erst gehst du irgendwo hin. So ungefähr. Ja, hier wird ein Mikrofon gebraucht. Ja, Nachfrage. Die Quelle sagt, wo sie lang möchte oder der Router entscheidet aufgrund der Quelle, wo es lang geht? Nee, die Quelle entscheidet das tatsächlich. Aber wie, jetzt kommen wir eben zu der Frage, wie kann die Quelle das denn überhaupt entscheiden? Also wie sage ich einem Router, dass er ein Paket dann in eine bestimmte Richtung schicken muss? Weil ich sage, ich gehe quasi hin, schicke so einen Stack mit und sage, Router 1, du gehst links rum. Wenn du bei Router 2 gekommen bist, gehst du bitte rechts rum. Bei Router 3 gehst du geradeaus. So, dann so kann ich ja den Weg dann vorgeben. Ja, komme ich gleich zu, wie das genau funktioniert ist. Eins nach dem anderen. Das heißt, der Ingress-Knoten legt den Pfad durch das Netz fest. So, das kann jetzt entweder ganz praktisch wahlweise irgendwie hier so ein Endgerät sein, was ich irgendwie habe. Das kann irgendwie ein Server sein. Das kann aber auch ein Router sein, den man einfach als den Beginn des eigenen Netzes ansieht. Also ein Service-Provider könnte sagen, mein Router, wo meine Kunden-VPN drauf ankommen, das ist der den Pfad durchs komplette Netz, durch mein eigenes internes Netz vorgibt. Man kann auch sagen, nur ich möchte mir keinen teuren Router kaufen, ich stecke ganz viele Hosts an irgendwelche billigen Switches, die halt eben ein bisschen MPLS können und baue die Label-Stacks halt schon auf den Hosts, die Pakete initial tatsächlich generieren. So, wie geht denn das? Damit ich überhaupt den Pfad komplett vorgeben kann, ja, jeder Router weist jedem seiner Interfaces, die er hat, ein Label zu. Und die Logik ist halt die, dass das Label assoziiert wird mit einer POP, Funktion quasi. Das heißt quasi, wenn das Label X kommt, dann poppst du das Label weg und schiebst das ganze Paket weiter an einen bestimmten Nextstop, damit das Interface eben festgelegt ist. Also zum Beispiel hier Label 200 heißt Pop und Forward auf Ethernet 2. Und das Label 300 bedeutet, poppt das Label weg und schickt das raus auf Ethernet 3. So, und mehr Einträge gibt's in der MPLS-Tabelle einfach nicht. Einfach zu jedem Interface gibt's einen Eintrag in der MPLS-Tabelle, sonst nichts. Dadurch ist diese Forwarding-Tabelle natürlich wie maximal klein und die wächst nicht mit der Anzahl der Router, sondern nur mit der Anzahl der Interfaces, die der eine Router selber halt hat. Wie kriege ich jetzt die Pakete durchs Netz, wenn jeder Router immer nur sagt, so ja, du musst mir Label 200 schicken, damit ich links rumgehe und du musst mir Label 300 schicken, damit ich rechts rumgehe. Wie geht denn das? Ja, da kommen wir zurück zu dem Label-Stack. Über den Label-Stack kann ich dann den Kantenzug durchs Netz halt festlegen und sagen, du gehst hier links rum, rechts rum, dreimal im Kreis, nach oben, nach unten. Und dann gehst du da hinten bitte irgendwie wieder raus. Und was man dafür muss man halt so ein Label-Stack bauen. Das heißt, für jeden Hop, den ich im internen Netz habe, wird ein MPLS-Label dran gepackt. Dadurch sinkt natürlich irgendwie die MTU, die ich irgendwie noch habe auf dem Netz. Der Overhead wird immer größer, je mehr Hops ich habe. Aber der State auf dem Router ist halt komplett minimiert und ich muss einfach nichts mehr konfigurieren. Irgendwo in drin brauche keine komplexen Protokolle. Alles, was ich irgendwie brauche, ist, dass die da, wo der Traffic reinkommt in mein Netz oder wo er erzeugt wird, da muss ich einfach den Pfad durchs Netz kennen. Und da komme ich gleich noch drauf, wie man da eigentlich die Pfade dann da hinbekommt. Das ist auch noch so ein kleines Problemchen. Hier ist mal so ein konkretes Beispiel für so ein Segment-Routing. Das sieht so ein bisschen aus wie das soeben, hat aber einen kleinen Unterschied. Links kommt wieder so ein Päckchen rein, IP-Header, ja, Destination X, Source Y, weiß der Geier. Dann ist ein PE1-Router, da steht drin, wenn Destination X, dann pushst du das Label 200 und du pushst das Label 100 und du gehst auf Ethernet 0 raus. So. Und wie diese Information da hinkommt, da komme ich gleich nochmal dann drauf.
Was dann da rauskommt, ist den PE1-Router. Ja, seht ihr dann da in dem zweiten Kästchen von oben, von links her betrachtet. Ja, ein MPLS-Label 100, MPLS-Label 200 und ein IP-Paket. Ja, dann geht das raus auf Ethernet 0. Der PE1-Router hat diese statische Regel drin, die ich eben angesprochen habe, dass da eben drin steht, ja, wenn Label 100 kommt, dann popst du das weg und gehst auf Ethernet 1 raus. Und der hat einfach nur für jedes Interface, was dieser Router P1 hat, hat er einmal so eine Regel und sonst weiß der gar nichts. Und dann sieht er, ja, okay, ist 100, dann schneide ich das 100er Label weg und schiebe das raus auf Ethernet 1. Der PE2-Router bekommt sein Päckchen, sieht, ah, MPLS-Label 200 und da steht drin, ja, pop das weg und schieb raus auf Ethernet 2, weil das eben auch da auch statisch konfiguriert ist. Und das kann ich von links her einfach dann den Label-Stack entsprechend festlegen und nehme meinen Weg durchs Netz. Das ist so die Idee. So, jetzt kommen wir zum großen Problem bei Segment Routing, die Control Plane. Also, ja, kurz vor der Vorteil an der Control Plane, wie gesagt, es gibt keinen State auf den Routern, zumindest nicht, was das MPLS angeht. Ein Problem, der Ingress-Router muss aber alle konkreten Pfade durchs Netz ja auch irgendwie kennen, um irgendwie einen Pfad auszuwählen, gehe ich jetzt hier links rum, rechts rum, geradeaus. Wie kommt denn das dahin? Ja, da bieten sich die Link-State-Routing-Protokolle an. Da gab es, glaube ich, gestern auch einen Talk, zumindest zur OSPF. Da gibt es entsprechende Erweiterungen mit Opaque-LSAs für. Oder in ISAS gibt es entsprechende weitere TLVs, Type-Length-Values, also quasi neue Attribute, die man da dranhängen kann. Wo ein Router dann nicht nur sagt, ja, ich bin der Router und ich habe die Interfaces und da sind die IP-Adressen drauf, wie das in OSPF so ist, sondern er sagt auch noch, übrigens, das Interface hat das MPLS-Label 100 und das Interface die 200 und das die 300. Ja, und so ungefähr. Und dann wird halt die ganze Tabelle, die State Table von dem ganzen Netz, wird synchronisiert per OSPF. Und man kann quasi die ganze Topologie angucken und man kann sich ausrechnen mit dem Dijkstra-Algorithmus, ja, von hier nach da ist da der beste Weg, das ist der folgende Kantenzug. Das bedeutet, dass ich den und den Label-Stack halt brauche, um durch das Netz zu kommen. So, jetzt kommt das nächste große Problem, es gibt noch keine freie Implementierung davon. Deswegen habe ich das gerade auch alles manuell gebaut und nicht irgendwie fancy hier nur so einen Schalter umgelegt und dann läuft das auf einmal alles. Aber wir haben vor, das in Bio-Routing sehr bald zu implementieren auf Basis von IS2IS. Wir können schon mal Hello-Pakete aktuell versenden und empfangen. Weiter sind wir mit IS2IS leider noch nicht. Aber ich hoffe, dass das so gegen Ende des Jahres dann mal am Fliegen ist. Es gibt eine Frage dort. Wenn ihr das dann da mit dem Daemon abwickelt, ist das geplant, dass das dann, ich sag mal, Multivendor funktioniert, dass dann eine Art das mit den Ciscos zusammentut, wenn du das, die auch ISIS hast, oder ist das dann etwas, wo ich dann alles Bio-Routing machen muss? Gute Frage. Naja, also es ist so, dass die Vendors, es gibt also ein RFC dazu, wo drin steht, wie das halt zu supporten ist in OSPF oder auch in ISIS. Also sprich, das ist dann Vendor-kompatibel. Und Bio-Routing ist halt das Stück Software, was du einfach auf deinem Server installieren kannst, dass die Maschine selber direkt das MPLS, den MPLS-Stack direkt da an die Pakete dran tackert und dann die Pakete raussendet. Und dann kannst du eigentlich, wenn du dann hingehst und deine globale Internet-Routing-Tabelle von deinen Routern wegziehst und die lieber auf deinen Hosts hast, weil der RAM halt billig ist und die ASICs teuer, dann kannst du da deine IP-Routing-Tabelle auf deinem Juniper-Router kannst du wegwerfen und den ASIC gleich mit, kannst du noch verkaufen auf eBay. Und dann gehen die Pakete trotzdem raus mit Full Table bei Wire Speed. Ja, müssen wir mal schauen, wie gut es konvergiert. Das muss ein bisschen praktisch erprobt werden, aber ich glaube, an sich ist die Idee eine ganz gute. Jo, gibt's sonst noch Fragen? Hier vorne ist noch eine. So, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die MTU hängt ab von der Anzahl der Hops. Ja. Und mit wie vielen Hops rechnet man maximal und welche MTU bleibt dann noch minimal über? Das kommt drauf an, erstmal, was du natürlich auf dem Circuit konfiguriert hast. Wenn du mit deinem Standard 1500 Byte irgendwie fährst aus dem Ethernet, dann macht das vielleicht nicht mehr so viel Spaß, wenn dein Netz größer wird. Aber ich würde dann einfach empfehlen, ja, konfiguriere halt auf dem Netz eine maximal große MTU. 9216 Byte, dann kannst du so viele MPLS-Labels da dran tackern an den normalen 1500. Also wenn du im Internet unterwegs bist, kannst du eh nichts über 1500 Byte verschicken. Aber in deinem Internet kannst du eine größere MTU fahren. Und dann hast du halt 9216 minus 1500, das ist so ungefähr das, was du für deine MPLS-Labels dann über hast. Eins ist 4 Byte lang, also da gehen genug.
mache ich mir nicht so viel Sorgen. Also, Problem könnte aber natürlich sein, dass du dann, wenn du sehr viel Labels hast, auch sehr viel Bandbreite damit natürlich auch belegst. Ich war mal bei einem großen Internetdiensteanbieter tätig, der weltweit ein Netz hat. Und da waren es eigentlich nie mehr als so eine Handvoll Router-Hops. Also da so viel geht da auch nicht drauf. Wenn es 20 Stück sind, dann hast du 80 Byte Overhead. So ein V6-Header, der ist jetzt halb so lang. Und dafür sparst du aber den kompletten State of deinen Routern ein. Ich glaube, das ist ein guter Trade-off. Also ja, wir haben das jetzt gerade deswegen gemacht, weil wir Traffic Engineering-mäßig das genau über den Pfad schicken wollten. Aber eigentlich haben wir uns gerade die tolle, sag ich mal, hochverfügbare Multipass-Geschichte unten drunter kaputt gemacht. Das heißt, wenn jetzt da wirklich was ausfällt, hat der keine Alternative mehr. Dann ist das tot. Ja, vorausgesetzt, du hast eben das nicht mit einem Link-State-Protokoll gebaut. Also wenn du halt hingehst und sagst, dass du deine Netzkarte selber zeichnest und du assignst an jedes Interface ein Label und baust dann basierend darauf unter der Annahme, dass alle Interfaces immer ab sind, deine Pfade, deine Label-Stacks und ein Link fällt aus, ja, dann sind die Pakete halt weg. Weil das fixt sich nicht dynamisch. Ja, wenn der eine Router da sagt, er hat 200 Leute raus auf Ethernet 2 und der Link ist down, das Paket natürlich weg. Und da kommt halt dann hier das OSPF zu das ISHS ins Spiel, weil das trackt der den State von deinen Interfaces und korrigiert die Link-State-Database. Und in der Link-State-Database von diesen Routing-Protokollen steht halt daneben drin, welches Label wann wo dran zu tackern ist. Und was du dann, wo du auf Traffic Engineering ansprichst, was du dann natürlich machen kannst, also wenn du jetzt ECMP-Pfade hast zwei parallel, kannst du auch im Linux zum Beispiel eine Router anlegen mit zwei Next-Hops. Du kannst auch mehrere MPLS-Label-Stacks angeben und sagen, bitte einmal diesen Label-Stack und einmal diesen Label-Stack. Oder zweimal diesen, einmal diesen. Dann kriegst du auch Whited-Cost-Multipathing hin. Du kannst dann einfach jeden Pfad benutzen, den du hast. Aber der Controller wäre noch zu schreiben. Ja, hi. Erstmal vielen Dank für deinen Talk. Ich fand ihn sehr interessant. Eine Sache, die jetzt in meinem Kopf gerade spukt, ist, wenn ich einen Fluss in einem Graphen optimieren will, also ein Max-Flow-Problem habe, dann habe ich in der Regel keinen Dijkstra-Algorithmus, wie er vielleicht in einem OSPF interessant ist. Mhm. Ist es überhaupt zielführend, da auf so einem Link-State-Routing-Protokoll aufzubauen? Oder ist es vielleicht geschickter, andere Algorithmen zu verwenden? Also das Link-State-Routing-Protokoll wird ja hier nur verwendet, damit du die Link-State-Database bekommst. Und das ist ja im Endeffekt, damit du die Topologie kennst. Und das brauchst du ja so oder so, ob du jetzt einen Dijkstra darüber fährst oder irgendwas anderes. Du musst ja irgendwie dynamisch dein Netz auf jeden Fall discovern. Wenn du es halt statisch baust, dann haben wir das gerade angesprochene Problem, wenn ein Interface down geht, dass die Pakete weg sind. Also das wird ja hier nur dafür verwendet, um erstmal alle Wege kennenzulernen. Wie du jetzt den Weg darauf auswählst, da steht ja frei. Also du kannst ja per OSPF die Link-State-Database empfangen. Deswegen musst du ja nicht Dijkstra benutzen, um deinen Pfad auf dem Netz auszurechnen. Ja, also die Frage geht so ein bisschen in Richtung Reordering und Kapazitäten. Also wenn du als Metrik die Latenz hast zum Beispiel, dann kannst du natürlich über zwei Strecken ungefähr deine TCP-Verbindung schicken und hast das Reordering im Griff. Aber dann kennst du nicht die Gesamtbandbreite der Links. Und eigentlich gehen halt diese Link-State-Protokolle auf die Idee, diese eine Metrik zu haben. Ich sehe da Grenzen. Ich weiß nicht, ob es in ISIS ein TLV gibt, wo man die Bandbreite noch mit signalisieren könnte. Aber was man auf jeden Fall bauen kann, wenn man das Netz halt irgendwie mit, was weiß ich, für einem Monitoring-Tool halt monitort, sei es per SNMP oder irgendwas Moderneres, was zu empfehlen wäre, dann kann man ja durchaus abfragen, welches Interface hat welche Bandbreite und kann sich das anreichern. Also man hat die Link-State-Database zum einen, wenn man nicht weiß, wie schnell welcher Link ist und möchte es aber wissen, dann frage ich den Router im Zweifelsfall einfach oder eben indirekt über mein Monitoring-System und frage ab, ja, wie viel Bandbreite ist auf diesem Interface. Also gerade bei so einem LACP-Link kann das ja auch mal sich ändern, ist ja nicht statisch. Mal ist ein 10G-Link drin, mal sind es 10 10G-Links drin und dann fällt einer weg. Das ändert sich ja durchaus zur Laufzeit, zeigt die Praxis. Und ja, wenn man das dann hat, dann kann man auch noch schauen, wie ist die Auslastung auf bestimmten Circuits bereits so. Und dann kannst du halt hingehen und einfach einen anderen Circuit noch bevorzugen für irgendwie eine einzelne IP-Adresse. Und installierst halt eine Traffic-Engineering-Regel auf einem Host und sagst halt, ja, okay, der Traffic für folgenden Bereich, nimmst du bitte diesen Label
Stack jetzt, damit es eben den einen Pfad benutzt, wo gerade noch was frei ist. Also da sind der Fantasie ja kaum Grenzen gesetzt. Da kann man damit, wenn man Informationen alle hat, kann man sich da sehr feingranulares Traffic-Management mitbauen. Kann, ist aber komplex. In der Realität, die ich kenne, gehen Dinge immer mal kaputt oder funktionieren nicht. Ja. Wie debugge ich oder trace ich das? Also in meinem IP ist Trace Route sehe ich ja quasi nur noch einen Hop. Wo sehe ich denn jetzt, wo mein MPLS gerade nicht so funktioniert und das Paket verloren geht? Also in der Praxis, wie debuggst du das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Unter Linux habe ich das noch nicht rausgefunden, wie man das löst, das Problem. Wenn man auf einen typischen Vendor, so Juniper oder Cisco, sich so ein MPLS baut, dann hat man die Wahl, ob man seine Infrastructure irgendwie hiden möchte oder nicht. Und wenn man das nicht tut, dann geht halt jeder Router hin, wenn ein TTL von einem MPLS-Paket abläuft und entpackt einfach das IP-Paket, schaut die Destination an, schickt dir ein ICMP, TTL Exceeded in Transit und dann siehst du halt trotzdem, wo es hängt. Das müsste man unter Linux auch noch irgendwie abbilden. Vielleicht kann man es sogar schon konfigurieren, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht beantworten. Einmal eine Antwort auf die Frage von vorhin. Ein IPv6 Next Hop geht nicht. Ich habe es gerade mal ausprobiert auf den Kisten. Es beschwert sich dann, dass man eine korrekte INET6-Adresse konfigurieren soll. Hä? Also entweder ich war zu blöd, das glaube ich aber gerade nicht, oder es geht wirklich nicht. Das müssen wir in Ruhe nochmal debuggen. Aha. Zu zwei möglichen Routen. Ah, das kannst du da leider nicht zeigen, aber das nutzen wir hier tatsächlich sogar auch. Also es geht sogar mit BGP, dass ich dann zwei mögliche Routen zur Auswahl habe, was du gerade beschrieben hast. Ja, das geht. Ja, wenn es das war, gibt es noch eine kleine Literaturempfehlung. Da steht zwar nicht zur Segment-Routing drin, weil das Buch ein bisschen älter ist, aber wer sich mit den ganzen anderen MPLS-Dingen, die ich davor erzählt habe, mal näher auseinandersetzen möchte, das ist so quasi das Referenzwerk, wo man eigentlich mal so die verschiedenen Service-Systeme mit MPLS so baut, mal kennenlernen kann, die verschiedenen Signalisierungsprotokolle und so weiter. Ja, danke.